Hallo und willkommen hier bei einem neuen Projekt. Wir spielen Firewatch. Ich selbst weiß noch nicht viel über das Spiel. Ich habe mich jetzt ein bisschen darüber informiert. Hab's erstmal angetestet, um zu sehen, ob es läuft, ob alles klappt. Und wir spielen so in der Ich-Perspektive einen Mann. Und wir kriegen ja die Geschichte erzählt. Mehr soweit kann ich noch nicht sagen dazu. Aber wir starten einfach mal ein neues Spiel. Genau da, die Uhrzeit. Ja, okay. Boulder, Colorado, 1975. Du siehst Julia. Sie ist ungefähr in deinem Alter, Ende 20. Sie unterhält sich mit gut gekleideten Professoren und Studenten von der Universität of Colorado Boulder. Du, Henry, bist mit deinen Kumpels ein Trinken. Du gehst zu ihr. Du bist betrunken. Also, was ist dein Hauptfach? Du siehst gut aus. So, da sehen wir schon das Erste. Wir kriegen so einen Dialog gezeigt. Und wir können quasi selber entscheiden, was wir antworten. Ich weiß nicht, wiefern das das Spiel beeinflusst. Wahrscheinlich die Story dahinter, die uns erzählt wird. Vielleicht auch das Spiel selber. Okay, gib mir mal ein Kompliment. Du siehst gut aus. Du siehst gut aus, antwortet sie unbeeindruckt. Du siehst nicht gut aus. Du hast jetzt schon einen Kater. Was? Entgegnest du ihr verwirrt. Du könntest bestimmt einen Cheeseburger vertragen, sagte sie. Sie winkt einen Kellner heran. Eine Woche später seid ihr zusammen. Läuft doch. Läuft bei uns. So. Wir scheinen in einem Fahrstuhl zu sein. Okay. Rucksack nehmen. Eine Garage. Okay. Schauen uns mal um. Kommen wir hier rein? Nope. Springen können wir nicht. Können wir sprinten? Ist das sprinten? Nö. Okay, gut. Ist hier was, was wir nehmen können? Bisschen Müll, Abfall. Hier steht nichts. Gut. Dann gehen wir mal zurück zum Auto. Hier was, was wir mitnehmen können? Nö. Gut. Rucksack. Oh, sehr liebevoll. Ihr seid schon gut ein Jahr zusammen. Sie macht dich wahnsinnig. Es ist toll. Ihr zieht zusammen in eine Wohnung nahe der Universität im Blick auf die Berge. Ihr trinkt Bier auf der Dachterrasse. Eigentlich trinkt ihr überall Bier. Das Leben ist schön.
Julia möchte einen Hund. Da gibt es einen verwahrlosten kleinen Beagle. Julia verliebt sich sofort in ihn. Sie möchte ihn mit in den Unterricht nehmen. Es gibt auch einen bedrohlich wirkenden, aber sanftmütig blickenden Schäferhund. Wenn Julia diesen Hund ausführen würde, könnte ihr nichts zustoßen. Er ist ein imposantes Tier. Ihr entscheidet euch für den Beagle, sie tauft ihn Bucket. Ihr nehmt den Schäferhund und nennt ihn Mayhem. Also, beschützen ist ja schön und gut, aber wenn sie sich ja schon verliebt hat, dann nehmen wir den Beagle. Bucket ist ein guter Hund. Nach einer Woche denkt ihr gar nicht mehr über den anderen nach. Julia liebt ihn. Du auch. 1979. Ihr unterhaltet euch auf der Dachterrasse. Es ist Sommer. Es ist 9:30 Uhr abends und die Betonwüste unter euch glüht immer noch. Was hältst du von Kindern? Fragt sie. Kinder? Die sind nicht sehr schlau oder zu irgendwas Nütze. Ich meine, ob wir welche haben wollen. Ein paar kleine Dummköpfe. Das wäre schön. Dann sollten wir vielleicht heiraten. Ja, das fände ich gut, antwortest du. Unsere Kinder werden schon verkorkst genug sein. Es kann nicht schaden, wenn ihre Eltern wenigstens verheiratet sind. Du findest, sie hat vollkommen recht. Wo sind wir denn? Hier. Okay. Das ist cool. Ich glaube, wir sind hier, oder? Wird das nochmal markiert? Wir schauen uns nochmal um, bevor wir weitergehen. Nein. Fire Danger. Oh, ein Cap. Oh, eine Mütze. Oh, nein, das wollte ich nicht. Setzen wir mal auf. Sieht noch ganz intakt aus. Das sieht wirklich schön aus. Die Grafik ist wirklich wunderschön. Wir können anscheinend ein paar Sachen einsammeln. Gut, dann gehen wir weiter. Huch. 1980. Es ist Donnerstagabend und Julia hätte schon seit 4 Stunden zu Hause sein sollen. Sie ruft nicht an. Du machst dir Sorgen und wirst immer wütender. Sie kommt nach Hause, als du schon im Bett liegst. Sie ist nicht wirklich betrunken, hatte aber offenbar einen schönen Abend. Ihr streitet euch, als sie ins Bett kommt. Du wirst sauer, du ignorierst sie. Und natürlich ist man bestimmt sauer, aber wenn man sauer ist, dann könnte der Streit eskalieren vielleicht. Ich lasse es einfach für diesen Abend. In dieser Nacht haltet ihr Abstand voneinander. Am nächsten Tag plagen dich Schuldgefühle, weil du so wütend warst. Du fragst sie, wie ihr Abend war. Toll, antwortete sie.
Du nimmst es ihr immer noch ein wenig übel. Du machst Kaffee und gehst zur Arbeit. 1981. Julia zeichnet immer noch gerne. Sie zeichnet die Pflanzen, die sie erforscht. Sie zeichnet alle Orte, die ihr besucht. Sie zeichnet dich. Du spannst deine Muskeln an wie He-Man. Du tänzt es herum wie ein Victoria's Secret Model. Ich glaube, jedermann würde das hier machen. So ein bisschen anspannen, so posieren. Ja, ein bisschen was zum Lachen braucht man ja auch. Julia hatte recht, du siehst gut aus. Oh, Sterne am Himmel. Das ist traumhaft. Feuerwachturm. Two Forks. Noch 13 Kilometer. Ach Gott. Ich bin mal wieder so ein Ass im Lesen. Es tut mir leid. Ich bin wie ich. An Sommerabenden geht ihr gerne im Bucket spazieren. Mit Bucket spazieren. Was ist denn los mit mir? In der Stadt ist ein Festival. Es zieht Besucher von überall her. Es tut mir leid. Ah Gott, Moment. Konzentration. In der Stadt ist ein Festival. Es zieht Besucher von überall her an. Einer von ihnen versucht, euch mit einem Messer auszurauben. Er tritt Bucket. Verdammt! Der Hund, schreit Julia. Sie ist aufgeregt. In Stresssituationen stottert sie schnell. Du stellst dich dem Angreifer entgegen. Du jagst ihn davon und du polierst ihn. Keine Gewalt. Du greifst in deine Tasche, als hättest du eine Waffe und drohst, ihn umzulegen. Du schaffst es, euch allen drei Angst einzujagen. Er haut ab. Julia schlägt vor, ab jetzt einen anderen Weg zu nehmen. Du stimmst ihr zu. Hier möchtest du auch nicht mehr spazieren gehen. Von da an spaziert ihr am Fluss entlang. 1984. Eure Arbeit kommt der Nachwuchsplanung in die Quere. Julia wird einen Job in Yale angeboten. Yale liegt im 3000 Kilometer entfernten Connecticut. Sie wäre dort stellvertretende Fachbereichsleiterin. Sie möchte umziehen. Du auf keinen Fall. Du überredest sie, das Angebot abzulehnen. Du bist einverstanden, wenn sie pendelt. Ja, schwer. Natürlich, wenn man selber nicht umziehen möchte, aber das kann man nicht machen, wenn es ihr gefällt. Am Ende ist sie sauer. Wir haben wohl keine andere Wahl. Du fragst sie, ob sie pendeln würde. Du möchtest nicht nach Connecticut ziehen. Sie sagt, es würde anstrengend werden, aber sie würde es tun, wenn du nicht umziehen möchtest. Du sagst ihr, sie solle sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, wenn es das ist, was sie möchte. Sie nimmt den Job an und fliegt dreimal im Semester zurück nach Boulder. 1985. Julia wird nach einem Vorfall in Yale beurlaubt. Sie ist ausgerastet, weil ein Kollege sich Bücher von ihr geliehen hatte, die sie für ihre Forschung benötigt. Sie konnte sich nicht mehr daran erinnern, dass sie ihm die Bücher zwei Tage zuvor mit Freude geliehen hat. Man fand sie weinend im Treppenhaus. Du findest, ihr solltet vielleicht mit jemandem darüber reden?
Er macht Macaroni und versucht es bei einer Flasche Wein zu verdrängen. Naja, wenn sie geliehen hat und das vergessen hat und hier vielleicht unter Stress, vielleicht hat sie zu viel Stress, vielleicht das Pendeln, vielleicht das Alleineleben. Wir sollten jemanden zum Reden suchen. Nach unzähligen Arztbesuchen und Tests stellt sich heraus, dass Julia unter Demenz im Frühstadium leidet. Sie ist 41. Ihr beschließt vorerst, niemanden davon zu erzählen. Oh. Sie scheinen hier gerade zu kampieren, eine Pause zu machen. Tagebuch. Bucket wird langsam alt. Julia findet es gut, dass er ruhiger wird, der nun im Haus weniger anstellt. Eine Woche später kehrt sie zur Universität zurück. 1987. Julias Zustand verschlimmert sich. Sie kann sich im Unterricht an nichts mehr erinnern. Ihre Forschung liegt in Scherben. Sie fährt ohne Grund mit dem Auto in die nächste Stadt und muss von der Polizei nach Hause gebracht werden. Sie ist am Boden zerstört. Sie wird dauerhaft krankgeschrieben. An manchen Tagen ist sie die Julia, die dich als Trottel bezeichnet und eure ungeborenen Kinder als kleine Dummköpfe. An anderen Tagen hast du es mit einer Fremden zu tun. Sie zieht dich ins Bett, um Liebe zu machen. Nach 5 Minuten gerät sie in Panik, weil sie glaubt, ihr Vater steht an der Tür. Du erzählst ihren Eltern von ihrer Krankheit. Ihre Eltern sind niedergeschmettert und fliegen schon bald regelmäßig aus Australien zu ihr. Eine Weile lang besuchen eure Freunde euch und bringen kleine Geschenke zur Aufheiterung mit. Ihr Zustand verschlimmert sich weiter. 1988. Du verbringst deine Tage damit, dich zu Hause um Julia zu kümmern. Du zählst die Sekunden zwischen den 2-wöchentlichen Besuchen von Julias Pfleger Daniel. Er meint, Julia sollte woanders wohnen, damit sie rund um die Uhr betreut werden kann. In einem Heim. Der Gedanke beschäftigt dich über die nächsten paar Monate. Du beschließt, dass sie in einer Betreuungseinrichtung besser aufgehoben ist. Du bist fest entschlossen, dich selbst um sie zu kümmern. Ich weiß nicht, wenn. Ich glaube, eigentlich ist so betreutes Wohnen bei Ärzten, bei Ärzten oder so, ist es eigentlich besser. Da sind Leute, die sich um. Aber es sind Fremde, es sind immer wieder Fremde. Ich glaube, dadurch, dass Julia sich noch etwas an einen erinnert, an uns erinnert, ist es vielleicht ein kleiner Ruhepol. Auch wenn es sehr hart wird. Wir kümmern uns um sie. Mal gucken. Gehen wir noch mal ein bisschen zurück. Die Musik ist so schön. Doch. Ich muss mich die ganze Zeit umschauen. Ich finde das wirklich extrem geil. Wo
nicht hoch. Oder was? Nein. Oh. Es ist unglaublich schwierig. Am schlimmsten ist es, wenn du sauer auf sie wirst, weil sie mal wieder versucht hat, selbst zu kochen. Du kannst nichts ohne sie tun und sie kann nichts ohne dich tun. Wenn sie sich schlafen legt, bleibst du noch ein paar Stunden wach. Du trinkst auf der Dachterrasse. Im Sommer schaust du Baseball, im Winter Basketball. Auch dabei trinkst du. Du verlässt nun öfter das Haus, nachdem du sie ins Bett gebracht hast. Beim ersten Mal machst du dir Sorgen, sie könnte aufstehen und herumlaufen, während du weg bist. Du stellst einen Stuhl vor die Schlafzimmertür. Du vertraust darauf, dass sie tief und fest schläft. Ja, das sind so die Probleme, wenn man sich um eine kranke, in dem Fall demenzerkrankte Person kümmert. Vor allem da ist es halt sehr schwierig, selber drauf aufzupassen, aber wer würde es nicht versuchen? Ich glaube, das ist so, man versucht es, man möchte es. Wenn man selber betroffen ist, würde man wahrscheinlich versuchen, es selber erstmal zu regeln, bevor man dann wirklich weggibt, weil man weiß es nicht. Es ging ja die ganze Zeit, aber wenn es halt schlimmer wird. Aber ich kann hier doch keinen Stuhl vor dich schlagen. Das ist doch. Das geht doch nicht. Am Ende verfällt sie in Panik oder sonst was und springt dann aus dem Fenster oder versucht es. Du gehst immer wieder in dieselbe Bar am langweiligen Ende der Pearl Street. Es ist nett dort. Nach und nach vertraust du dich der Barkeeperin Shayla an. Es hilft dir, alles zu verarbeiten. Du kommst mehrmals pro Woche erst um 1 Uhr nach Hause. Du freust dich auf diese Abende. 1989. Eines Abends gerätst du in eine Alkoholkontrolle. Du hast über eine Promille und verbringst die Nacht auf der Polizeistation. Du überlegst, es zu verheimlichen, erzählst es dann aber deiner Schwägerin Susan. Julias Eltern nehmen den nächsten Flug von Australien. Der Zustand eures Hauses macht sie fassungslos. Sie teilen dir mit, dass Julia ab sofort bei ihnen wohnen wird. Du widersprichst nicht, du willst sie bald besuchen. Ein paar Wochen vergehen. Der Sommer steht bevor. Du siehst eine Stellenanzeige in der Zeitung. Du nimmst den Job an.